freue mich, dass ihr euch für das Thema Lotusgeburt interessiert, dem sanften Weg der Abnabelung, ohne dass die Nabelschnur durchtrennt wird. Und in diesem Video möchte ich euch einfach die praktische Seite näher bringen. Ich zeige euch einfach, wie es ich gemacht habe und was ihr für die Lotusgeburt braucht. Nähere Informationen zur Lotusgeburt und auch einen kleinen Online-Shop findet ihr auf www.lotusgeburt.de. Gut, dann legen wir los! So, also wie ihr seht, habe ich leider kein echtes Baby und keine echte Plazenta auftreiben können, aber ich habe versucht, etwas Anschauliches nachzustellen. Ja, also, das Baby ist auf der Welt und es wird sich jetzt erstmal alles ums Kind drehen. Die Plazenta kann, wenn sie da ist, einfach mal in eine Schüssel gelegt werden, bis das Baby versorgt ist und alles sich eingespielt hat. So, die Plazenta wird wahrscheinlich die Hebamme mal auf Vollständigkeit überprüfen, kann auch in der Schüssel schon mit ein bisschen Wasser abgewaschen werden, aber wie gesagt, denke ich, dass sich da eher die Hebamme oder der Partner drum kümmert. Jetzt gehen wir weiter. Also nach circa 3 Stunden wäscht man die Plazenta unter fließendem Wasser. Das Baby wird einfach vom Partner oder jemand gehalten. Und wichtig ist wirklich gründlich waschen, dass alle Blutklumpen entfernt sind. Genau, von allen Seiten gründlich waschen. Danach kann man die Plazenta dann leicht vorsichtig abtupfen, ein bisschen abtrocknen von allen Seiten. Und dann wird sie in ein Sieb gelegt. Und darunter kommt eine Schüssel. Da kann sie dann abtropfen. So. Also, wenn nach 24 Stunden circa die Nabelschnur auspulsiert ist, wird die Plazenta behandelt. Und das zeige ich euch jetzt. Also, ich habe das immer im Bett gemacht, weil ich meistens im Bett war. Einfach ist es, wenn man erst ein großes Handtuch ausbreitet, weil dann muss man nachher einfach nur das Handtuch wieder wegnehmen und wenn Salz und Kräuter drauf sind, ausschütteln und hat nichts im Bett. So. Da haben wir Salz und Kräuter und unser Baby und die Plazenta. Okay, dann brauchen wir noch ein Tuch. Als erstes nehme ich eine Stoffwindel, die breite ich aus und da kommt die Plazenta drauf und wird als erstes dick mit Salz eingerieben. So. Ja. Also die Plazenta von allen Seiten wirklich dick einsalzen. Das rundherum und die Plazenta hat auch noch so einen Hautlappen, die Eihaut, dass die auch von beiden Seiten eingesalzen wird. Dann kommen als nächstes die Kräuter. Da haben wir eben Neem und Lavendel. Auch von beiden Seiten die ganze Plazenta schön bedecken. Und die helfen nämlich beim Austrocknen und sind auch antiseptisch, damit keine Fäulnis entsteht. So, wenn das gut mit Kräutern und Salz eingerieben ist, dann packen wir die Plazenta ein. Als erstes in die Stoffwindel, auf der sie liegt. Einfach einmal einklappen und zur Mitte. Einklappen und zur Mitte. Einklappen und zur Mitte. So, dass die Nabelschnur in der Mitte rausschaut. Dann wickeln wir die Plazenta noch in das zweite Tuch rein. Dann nehme ich ein Moltentuch. Plazenta kurz zur Seite. Und nochmal dasselbe. Einmal in die Mitte legen. Einschlagen, 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 einschlagen. Einschlagen, letztes Mal einschlagen und jetzt kommt das ganze Päckchen
in die Plazentatasche, so dass die Nabelschnur oben beim Kordelzug rauskommt. So, jetzt haben wir hier die Plazenta und das Baby. Sollte eigentlich immer so nebeneinander im Bett liegen. Wenn man es mal mitnimmt, das Baby, einfach die Plazenta über die Schulter nehmen und das Baby mit sich tragen oder eben mit dem Partner. Meine Hebamme hat noch um die Nabelschnur beim Baby ein Stück Heilwolle gebunden, das kann man auch machen. Und wenn die Plazenta feucht ist, am Anfang, in den ersten Tagen trocknet sie, wenn sie feucht ist, einfach die Tücher wechseln, so wie ich es jetzt gezeigt habe, und wieder Salz und Kräuter dazugeben. Am Anfang war das bei mir zweimal am Tag und dann nur noch einmal am Tag, bis sie dann komplett trocken war. Da muss man einfach immer mit dem Finger fühlen, wie sich die Plazenta anfühlt. Riecht jetzt gut nach Lavendel. Und ja, dann heißt es einfach abwarten, bis die Nabelschnur allein vom Nabel abfällt. Und das ist ein sehr magischer Moment, wenn das Baby dann allein sozusagen angekommen ist in der Welt. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen praktisch zeigen können, wie das funktioniert. Ist gar nicht schwer. Und schaut euch meine Homepage an, da gibt es noch eine schriftliche Anleitung und es gibt einen Shop für die nötigen Utensilien. Dann kann ich nur noch sagen, eine schöne Geburt, wenn es bei euch soweit ist. Und ich hoffe, ja, ich würde mir wünschen, dass das Baby diese Möglichkeit bekommt, die Nabelschnur eben zu behalten, bis sie von allein abfällt. Denn ich denke, dass es was ganz, ganz Schönes ist. Okay, tschüss!